Hey, baby, I hear the blues are calling. Toss salads and scrambled eggs. Stürmisch, ne? And maybe I seem a bit confused. Yeah, maybe, but I got you pegged. Das ist das offizielle Molotow-Buch und ich hätte ganz vergessen, dass wir da wirklich auch mal drin stattgefunden haben. Also, ne, wir haben ja das Molotow-Programm gespielt. Das war damals noch die alte Molotow-Location. Knoblauch-Teil. Das ist gut. Ich fresse komplett auf, wenn man den ganzen Laden stinkt. Ja, klar. Verteilt mal, ich fresse mal alles. Wie geht's dir denn, lieber mit? Also, ich liebe ja Knoblauch, aber das ist jetzt so ein bisschen wie in der Sauna mit Knoblauch auf. Ja. Molotow-Socken, Tag 1, mal gucken. Ja. Wenn ich Licht wäre, ich wäre sehr warmes Licht. Ja, also unstressiges Licht. Ich laufe auch immer so ziellos. Gucke ich irgendwie in die Straße rein, du siehst schön aus. Dann gehe ich rein und lässt Kreuze, gucke ich wieder, wo schön aussieht. Das Treiben lassen, eine gewisse Freiheit dabei, das ist ganz schön. Ja, dann ist es halt schön, wenn du wieder in den Laden kommst und dann sind die anderen wieder. Und dann ist die Show, dass man sich den ganzen Tag drauf freut. Das kann man nur so erleben, in solchen Läden, bei Leuten, die nicht nur von etwas leben, sondern für etwas leben. Leute, die sich den Arsch aufreißen, Shows klar machen. Leute, die dazukommen und sagen, ich hab Bock, damit zu helfen. Leute, die sagen, hier ist ein Podium, hier gehören Bands hin. Bands regional, überregional, international. Das hier ist eine fucking richtig dicke Nadel auf der kulturellen Landkarte. Und das muss verdammt nochmal bleiben. Ich würde mir so wünschen, dass das Molotow bleibt. Molotow muss leben, damit wir leben können. Für diese beiden Tage eine ganz, ganz, ganz fantastische Supportband dabei. Super dicke Freunde von uns. Was hier jetzt passiert, das ist noch nicht passiert. Wir haben auf dem aktuellen Album einen Song drauf, der heißt Neun Leben. Den spielen wir recht selten. Weil der schöne Jörg Mechenbier von Schreckschreck und Lala so selten noch an mir ist. Das Suchen war schon immer so viel besser als das Finden. Ja, es ist natürlich schön für eine Band wie uns, die sich noch im Teenageralter befindet, also 15. Wir haben Ehre, denn Streuner wie wir halten Versprechen. Nur einen kleinen. Liebe Donuts, alles Gute zum 30. Älter werden ist kein Spaß. Für mich nicht und für euch schon gar nicht. Was ist das denn gerade gewesen? Alter, ist alles im Arsch gegangen. Das ist ja Wahnsinn, alles im Arsch gegangen ist. Wir haben alles geschrottet. Das war einfach saum, ey. Weil die ganze Zeit so ein Irrsinn hier noch. Wie geht's? Aber die ganze Zeit. Die ist ja immer ganz motorisiert. Das Auto ist ja. Kabel brennt, das ist richtig geil. Die ganze Zeit, die Leute haben so, boah, das Kabel brennt. Ja, die Mikros gehen nacheinander. Ich kann diese Auftrittsschuhe. Diese Tour nicht weiter tragen. Es ist nicht mehr machbar. Diese Schuhe müssen hier und heute weg, damit in Dresden und München Leute die Möglichkeit haben zu überleben. Schuhe müssen sterben, damit wir leben können.